Gemeinde Dorf Karpaczewo. Karpaczewo ist ein kleines, hübsches Dorf in der Gemeinde Letnica. Auf den ersten Blick unterscheidet es sich nicht von den anderen Ortschaften in der Umgebung. Deshalb ist es erstaunlich, wie viele historische Schichten unter den heutigen adretten Häusern mit Steinmauern liegen, die von netten und gastfreundlichen alten Menschen bewohnt werden. Diese Gebiete waren schon in prähistorischen Zeiten besiedelt. Davon zeugen die Funde in der Futuwa-Höhle, wo ein Hammer aus der Epoche des Neolith gefunden worden ist. Obwohl nur 3 Kilometer vom Dorf entfernt, liegt die Höhle versteckt und schwer zugänglich. Ohne einen einheimischen Führer ist sie kaum zu finden. Der Eingang ist schwer erkennbar. Es kursieren Legenden über hier vergrabene türkische Schätze. Die liegt weit in der Vergangenheit zurück, im 16. Jahrhundert, als hier türkische Viehzüchter sesshaft wurden. Damals hat der Ort seinen alten Namen Yuruk Leri nach dem Namen des Nomadenstamms Yuruken erhalten. Die Bulgaren haben sie auch Pferdezüchter genannt. So hat der Ort bis 1923 geheißen, als er Nadezhda, auf Deutsch Hoffnung, genannt wurde. Später hat er den Namen seines namhaften Bewohners erhalten, des Dichters und Partisanen Christo Karpacev. Das war aber vor langer Zeit. Heute ist Karpaczewo ein ruhiges und gemütliches Dorf, das von wunderschöner Natur umgeben wird. Die Umgebung ist reich an Wäldern, Höhlen, Wasserfällen und Funden aus uralten Zeiten. Mit dem nahen Dorf Kruszuna wird es durch den malerischen Ökopfad durch die Augen der Zeit verbunden, der an Überresten des Erbes römischer Legionen und geheimnisvoller Mönche vorbeiführt. Im Dorf können sie in den bequemen Gästehäusern untergebracht werden. Sie können die Produkte der ökologischen Bienenzucht kosten, die in dieser Gegend seit eher betrieben wird. Das Kulturhaus im Zentrum des Dorfes beherbergt eine kleine, von den Einheimischen zusammengestellte ethnografische Sammlung, die von den vergangenen Zeiten ihrer Lebensweise erzählt.